Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serverspektakel von Days. So, ich habe den Server wieder gewechselt, weil das macht keinen Spaß, wenn an jeder Ecke ein verkacktes Auto steht, was dort noch einsatzbereit ist. Hallo, Auto haben in Days, das ist für mich so wie, keine Ahnung, das neueste Tierset in WoW zu haben. Und dann soll mir dieser Spielspaß genommen werden. So, tut mir leid, wieder mit beschissener FPS, aber ich habe echt keine Ahnung wieso. Vor allem mein PC ist gut genug, um das locker, trotz selbst mit Fraps zu aufzunehmen. Aber ich habe da eh bald was vor, was auszutesten. Aber das wird sich schon noch ein bisschen hinausziehen, vor allem weil uns gerade ein Zombie am Arsch hängt. Ja, dich haben wir bemerkt. Und jetzt machen wir gleich ein neues Special Move von Dave. Das geht nämlich so. Verdammt. So, jetzt. Verdammt. Normaler, auf einem Server konnte ich ein Salto machen. So, ich habe noch nicht mal geguckt, was wir überhaupt alles im Inventar haben. Wir haben eine Makarov, eine Map. Damit können wir arbeiten. Kriegen wir auch angezeigt, wo wir sind? Also wir sind hier. Und dann werden wir einen kleinen Abstecher machen. Ich hab dir in den Kopf geschossen, du Bitch. Jetzt werden wir ganz so eine Nische hier am Hals haben. Und wegen ein paar FPS-Differenzen sieht das natürlich ganz super aus. What the fuck? Ja, schön, dass da irgendwas nicht voll due war. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt kommt der One-Hit-Blutung. Höhö. Alles dicht im Kopf. Also, die Zombies sind so buggy genug, dass die mich... Hatte mich gerade mit einer Flasche schlagen wollen. Wenn er mich jetzt nicht trifft, ist es wirklich nicht meine Schuld. Man wird sicher nicht außen einen Schritt zur Seite tun, damit er mich treffen kann. Wir ja übel Hirnrissig. Oh, du triffst mich nicht? Na, wir wollen ja keinen Bug ausnutzen in Days. Gehen wir mal zur Seite. Dann hier. Ja. Ah ja, gib's mir. Gib's mir dreckig. Ah! Ja, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich doller. Hallo, wo sind wir hier? Beim Porno? Nein, wir sind bei Days. Fucking fucking Days. Und wenn wir Spieler nicht wegen Bugs rumheulen dürfen, dann sollen es die Zombies erst recht nicht. Oder sehe ich das jetzt falsch? Dosen, Dosen, Dosen. Dosen, Dosen, Dosen. Nützliche Dosen. Danke. See ya guys, I have to go. I'm walking around. Jetzt können wir hier noch in die Lagerstätte. Wie geil das wäre, Days flüssig zu let's playen. Weil ich ja weiß, dass das flüssig zu spielen schon so geil ist. Vor allem, wenn man mit einer Anfield einen Kopf wegballert und dann von dem sich eine M16 A2 abstaubt und wir jetzt gerade voll gegen Kanister gelaufen sind. Ehrlich gesagt, habe ich erwartet, dass wir gebrochene Beine hätten. Aber da so nicht der Fall ist, gehen wir ganz normal weiter. Und wobei, in dieses Mal ja durchgehend am Rennen. Deshalb rennen wir weiter. Salnici ist hier auch so eine total unnütze Stadt, finde ich. Vielleicht findet man ab und zu was Nützliches zum Reparieren, aber hey, super Spawnpunkt. Let's take a look. Jetzt werden wir von hinten getroffen.
Blutung war ja abzusehen. Mich regt es nur auf, wenn wir jetzt getroffen werden. Wenn es, wie in dem Fall, wir sind gerade fertig mit das, was wir gerade am machen sind, laufen los, sind weg und dann werden wir durch einen Schicksalsschlag doch noch getroffen. What the crap. Naja. Wir haben ein Ziel. Und dieses Ziel führt uns nach Hogwarts. Naja, fast. Nach dieser eine Ortschaft. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Nein. Vor allem, weil ich hier sonst nie wirklich spawne und der Ort mich so überhaupt nicht interessiert. Nicht abfällig werden. Bloß nicht abfällig werden. Wir zeigen Anstand. Anstand und Würde. Und das, was davon. Warum geht das nicht? Ich konnte vorhin auf dem anderen Server noch eine Rolle von vorne machen. Das fand ich ja endgeil. Da war schon immer so eine Rolle hier drüber. Aber nein, die kann man nur so einen lamen Hopser machen. Fuck you. Tja, latschen wir mal weiter. Am besten auf den Schienen. Weil ihr seht ja unten längs, da sterben einige schon. Und ich denke, die sterben nicht alle an Zombies oder an Durchfall. Eher an Bleikugeln. Und Atombomben. Und an Zombies. Boah. Am liebsten würde ich mich jetzt so umdrehen und dem so eine klatschen. Aber leider gibt es den Klatsch, den Slap-Angriff noch nicht. Tja, vergessen. Halt's mal! Halt's mal! Ja, jetzt mal ernsthaft. Der Pisser nervt mich. Ich habe sogar mal so einen Anfall bekommen, dass ich nur beim Geräusch rumgeschrien habe. Was ist denn da schon wieder für so ein fucking Zombie? Da soll man die Fresse halten. Wir wissen, was das ist. Das ist kein Ortschaft. Ich würde ja hier gerne gucken, aber wir werden eh nicht angezogen. Ach, halt's Maul. Wir sind hier im Let's Play und du störst. Du störst wirklich. Ich sagte halt's Maul. Was war das? Das hört sich jetzt really, really creepy an. Warte, da war ein Auto. Ich hab doch da gerade ein Auto. Da fickt mich die Henne. Da ist ein Auto. Ach, leck mich doch. Ah, war so ein Auto. Ich dachte gerade wirklich, das wäre ein geiles Auto. So ein Auto, was man benutzen könnte. Aber nein, ich wurde schon mal wieder enttäuscht. Ja, was will man da noch tun? Ja, das ist einfach. Man freut sich manchmal zu schnell in Days. Ja, da kommen gerade Erinnerungen von noch heute Morgen hoch. Oh mein Gott! Hey, du! Schau mal! War da mit jemandem skypen? Hier ist ein fucking Heli! Ich könnte mit dem jetzt so wegfliegen. Was? Holy shit, wie geil ist das denn? Restriction Kick Nummer 43. Wo was für die Benutzung von gehackten Sachen steht. Leider ging dieser Restriction Fail nachher nicht mehr weg. Der blieb bei mir nachher für alles. Oh, Traktor von eben noch. Überfahr ich ein paar Zombies. Restriction Fail 43. Ich wüsste, dass da was Nettes spawnen könnte, würde ich hier gar nicht hinlaufen. Denn unser Weg ist. Ah, wir haben ja kein festes Ziel, wir rennen einfach dem Sonnenuntergang entgegen. Und wenn nicht, dann nicht. Hoffentlich finden wir da eine Primär. Eine Lee Anfield wird zwar immer nice. Vor allem gegen andere Spieler. Wow, ein Schuss und er sieht auf jeden Fall Sterne. Oder hat sich in die Hosen geschissen. Oder beides. Ich hab da hinten ein Haus mit einem Helikopter verwechselt, hallo?
Und hier Gras ist für mich so ein Steak, ne? Wetten, da ist eh nichts drin in der Scheune. Es ist eine weitere Enttäuschung in meinem Leben. Hi. Ah, das ist eine anständige Scheune. Ich hatte schon die Befürchtung, dass hier so eine nichtsnützige Scheune. Aber scheinbar entpuppt die sich als diese. Verbandstag. Hier ist nix. Da ist nichts. Katze, was? Wenn ihr das gehört habt. Ich hab voll einen trockenen Hals. Muss was trinken. Ich will was trinken. Also. Creep, Crap, fucking Scheiße, Zombies. Naja, wir gehen niemals mit leeren Händen vor, nicht wahr, Jungs? Da lang. Ich sehe manchmal die Markierung, meistens gar nicht die Markierung. Aber wenn ich die dann nicht sehe, gehe ich hier einfach so, bis die an der Seite dicker markiert ist. Rote Verbindung, rote Kette, rote Ping, hoher Ping. So, jetzt kann sich niemand beschweren. Jetzt sind gehen kann manchmal so abfacken. Früher hatte ich das immer so extrem, heute habe ich das ein bisschen unter Kontrolle. Das, ich gähne und dann fließen bei mir Tränen richtig. Meine Augen, das ist einfach Wahnsinn und ich habe noch nicht mal eine Ahnung warum. Gucken wir uns mal so ein bisschen um. Vielleicht ist hier ja so ein Jägerstand. Jägerstände sind hier immer nett zu sehen, ne? Aber scheinbar ist hier nichts. Ich sehe es eh schon kommen. Komm, sind wir in Elektro-Headshots. So ist es doch meistens. Oder wir finden etwas und dann Boom-Headshot. Ich muss aber ehrlich sagen, ich sterbe eigentlich immer nur, wenn ich gerade was Geiles finde. Und dann nur ein Zombie. Und dann nur ein Zombie. Mich bringt nie eine Schar von Zombies um, sondern immer nur ein Zombie. Weil der dann ankommt, ratsch, ohnmächtig. Das ist halt ein bisschen scheiße dann, ne? Schon wieder rote Kette. Müssen wieder gehen. Und noch 560 Schmetters. Ab jetzt. Wir dürfen einen Berg hochlatschen. Ich mache das mal seitlich. Und schummeln hier uns teilweise hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir so wirklich schneller sein könnten oder einfach nur langsamer sind. Komm, Schicki. Es kann doch nicht sein, dass ich bei jedem neuen Satz gähnen muss. Ich hab den Gähner runtergedrückt und jetzt hängt der mich noch so in den Wangen fest. Ah, ich habe ja keine Ahnung, wo ich bin, also. Wieso will ich denn immer auf die Karte gucken? Ich weiß doch nichts. Ich dachte gerade, ich hätte mir Autogeräusche eingebildet. Und dann hat sich mein Verdacht nur bestätigt. So. Von da. Ah, drin. Dann sind wir hier. Kann ich schon wo? Da sind wir ja gar nicht so weit noch von Dings entfernt.